Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Aggendorf in der Version 2.2 hier am LS15 zusammen mit den Tino und den Frisi. Hallo, Freunde! Hallo! Ja. Folgendes: Wir tun ja hier schon wieder rummachen im Wald mit den Bäumen. Frisi? Ja. Den Baum bitte. Hinter dir, der? Ja, und zwar so absägen, dass er von mir wegfällt. Ja, immer nach links fällt er, wenn ich davor stehe, ne? Ja. Right. Naja, so wie du stehst, nicht ganz optimal. Passt schon. Warum? Stehst du mal noch ein bisschen weiter weg? Ja, weil er halt da so ein bisschen schräg fällt. Aber ist okay. Passt. Sehr gut gemacht, Frisi. Warte mal, mein Telefon klingelt. Wer er denn? So, okay, keine Zeit. Ja, es ist einfach, weißt du, wenn du so Fame bist und so unterwegs, jeder will was von dir, weil du Business hast und so und so behindert. So, ist jetzt ungelogen, ja? Daran. Ungelogen. Ungelogen. So, warte. Ich komme hier nicht weiter. Wir brauchen mal. Sag mal, haben wir eine Baumstumpffräse? Wir haben doch eine. Ich bin mir sicher, dass wir eine haben. Hatten auf jeden Fall eine, bevor die neue Version kam. Das stimmt wohl. Aber jetzt haben wir keine. Warte mal, ich muss hier einen manövrieren. Ich glaube, die ist jetzt noch gar nicht sehr teuer. Ich muss hier irgendwie erstmal einfach über den. So, jetzt aber. Warte, wir haben eine. Wir haben eine? Geht beim Viehmarkt neben das Logistikzentrum. Ich krieg diesen verfickten Baum hier nicht rein. Ja. So, Füße, fahr da mal weg. Jo. Es geht ohne den Baum zu tätscheln. Ohne was? Der Baum, der da liegt, dass er den nicht. Lol. Hat geleckt, Entschuldigung. Du hast den Baum getätschelt, ich hab's gesehen. Ja, weil du in mir reingefahren bist. So, warte, jetzt wäre ich den. Also Pellets haben wir hinten insgesamt 21.514, aber die haben kein Diesel. Naja, ich weiß schon. Gut, dann hau den noch rein und dann machen wir erstmal. Dann fahr ich erst nochmal mit Diesel hinten und füll den ganzen Scheiß nur auf den. Wir haben mittlerweile den Kotelpower 3.0 drin. Dankeschön für den Tipp, damit soll es ja funktionieren. Abwarten. Abwarten, aber damit soll es ja funktionieren, Tier. Ich drücke immer die falsche Taste, Mann. Ich will mein scheiß Lenkrad. Ich kotze das an. Okay, und das ist kaputt. Fick dich doch. Oh, Hackschnitzel sind drin. Ich hatte einen Kommentar, ich weiß noch nicht betreffen. Ich liebe der aber im ETS, weil es auch nochmal um das LS-Lenkrad bei dir ging. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber jemand hat geschrieben, das LS-Lenkrad hält schon viel aus. Man darf halt nur nicht so lenken wie so ein bekloppter See. Tino auf Hofbergmann. Was? So ungefähr war der. Also weißt du was? Also, wenn ich überleg, was denn mit dem anderen Lenkrad machen, wieso geht denn das hier nicht? Mensch, was ist denn das Problem? Soll ich mal die Fräse eben holen gehen? Du musst ja hier noch ein bisschen länger. Nee, das hängt ja nicht am Dings. Ach, warte mal. Ich meine, ist klar, wenn du mit den anderen Lenkrädern wie gerade das Logitech oder Driving Force, da kannst du ja auch, ne? Da kannst du ja ruppen, da geht nichts kaputt. Ja. Was hat er denn jetzt gemacht? Müsst ihr aber im Spiel noch. Das Ding da hinten hochgefahren, ist er behindert? Warte mal. Ach, das ist doch scheiße alles. Ich krieg das einfach nicht geschissen hier. Das letzte Mal so gut geklappt. Das letzte Mal, gestern. Wieso fährt er nicht? Du hängst an dem Baum fest. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Das Kackding hier erstmal entasten. Daran liegt es. Ja, weil man sieht ja nichts. Der Baum muss weg da, ja. Ja. So.
Gut. Jetzt geht's los. So, kann man arbeiten. Nix am Stummfest. Der fährt einfach nicht rückwärts und ich weiß nicht warum, der fährt nicht rückwärts. Du hängst mit der, wenn du von hinten guckst, mit der rechten Seite an dem Baumstumpf fest mit der Maschine. Ja, aber jetzt gerade nicht, kann er jetzt hier, wenn ich die Maschine ausschalte, dann fährt er rückwärts. So. Ja. Es leckt bei mir auch übelst. Fahr mal vor, vor, vor. Jetzt fährt er, jetzt geht's. Zieht er den nicht normalerweise auch? Hat er nicht so einen Sog, dieses Ding? Randy? Ja, der hat ein Förderband, ja. Aber inwiefern, also wie hoch da der, die Trigger da drin sind, also wie weit die gehen, keine Ahnung. Bleib mal so stehen, du ziehst ihn gerade rein. Na, ich seh's. Gut. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Ich glaube, der muss komplett aufs Förderband gehen, dann klappt das. Lief der Server die ganze Zeit, Randy? Nein. Kannst du den Baum schon ein bisschen so also nach hinten stupsen? Hinten? Ja, weil der liegt wieder genau vor dem. Ach so, ja. Also einfach jetzt zurückwärts ranfahren. Ja, warte. So. Oder warte, ich fahr einfach auf die andere Seite. Ja, warte, jetzt hab ich's. Ich hab'n Leck. Gut, 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 gut. Wunderbar. Er rollt weg. Oh, wenn es ein Schleck würde! Nochmal bitte was? Wenn es ein Schlecken würde. Also. Er hat verstanden. Warte! Okay. Ja. So, jetzt geht los. Nee, geht weiter. Mann, 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 das Holz heute, ey, ist aber auch widerspenstig, oder? Holz, ja. Seht mal gleich, warte mal, wo machen wir weiter? Hier rechts neben, und sieht auf jeden Fall alles rein. Da, wo die freie Fläche ist, da. Doch. Ist da drin? Warte eben, mein Bruder ist gerade gekommen. Ja. Alles klar, Mann. Ich bin gerade mitten im Aufnahme, du bist voll im Bild, wa? Nur damit du Bescheid weißt. Das lange an der Hose anhört. So, so, weiter. Hast du kurz die Werbe-E-Mail von gestern gezeigt? Kommt den jetzt abholen. Was ist von der Werbe-E-Mail? Ja, da wird eine Werbe-E-Mail von Eis gerichtet. Achso, ja. Boah, nicht geht das. Warte nochmal. Ah, der Friesi ist nämlich schon mal da im Urlaub. Ja. Ich bin gerade auf Mallorca am Strand mit meinem PC. Laptop. Und Schild, genau. Laptop und Schildmütze. Weißt du, was mir bis auf den Sack geht? Was denn? Wenn die Bäume, ne, wenn ich die ansehe, zweimal, und diese Vollidioten einfach nicht umfallen. Weg da. Boah, Alter, jetzt kommt er auch noch zu mir. Rast hier aus. Ah, sinnlos. Boah. Lass doch mal los.
So, alles klar. Hast du mal, damit du besser siehst, ne? Halt die Schnauze. Das war, weil der am Wald da hinten lag, dass so viel Gestrüpp war. Komm, fahr das Ding her hier. Ja, gut. Das ist ein schönes Exemplar, ein schöner großer. Fisi, so magst du doch. Die Decken. Kann ich jetzt endlich anfangen mit Arbeiten? Oh. Wir haben eine gute Reichweite. Alter, und wie sieht's aus mit deinem Anhänger? Ja, bin unterwegs. Hast du den Diesel schon abgeladen? Nee, ich bin unterwegs dort hin. Hast du ihn aufgeladen? Ja. Das hat funktioniert? Achso, da bin ich gerade dabei. Also ich bin gerade auf dem Weg zum Aufladen. Gut. Was ist denn rumgemerkt hier? Und ich bin voll. Ehrlich? Ja. Scheiß Hexe ist jetzt noch weg hier. Das ist mir Witze. Also mal zwei. Soll das jetzt auch noch zu den Pellets oder? HPE. So, die Frage ist jetzt, sag mal Bescheid, wenn du an der HBE bist. Voll falsch. Ja. Du fährst zur HBE. Da kommt der Faxen Let's Player. So, wie sieht's hier aus? Raps haben wir nichts mehr. 5600 Diesel werden hier auch noch drin, aber wir brauchen unbedingt. Es funktioniert. Quatscher! Nur wegen der Version? Ja. Ach, das ist doch doof. Du bist hier dumm und dämlich. Pimmeln. Und jetzt geht das. Hat er aufgeladen? Jetzt geht das. ZKF. 10.000? Jo. Schön. Dann schaffe ich das mal hin, dass das jetzt hier wieder arbeitet. Aber du musst aufpassen, ne? Es gibt zwei Dieselstellen. Naja, du musst das nur, in den Tank. Das, also nicht das für den Häcksler, sondern für die Weiterverarbeitung. Genau, draußen in den Tank ist das. Oh ja. Heißt, leck mich am Arsch, du Penner. Nö. So, und was mache ich jetzt hier? Allein? Im Wald? Spiel an die Runde. Vielleicht mit deinen E-Mails abrufen, vielleicht hast du auch eine Werbe-E-Mail. Warte mal, da guck ich direkt mal. Was denn für eine Werbe-E-Mail? Ja, die Friesi vielleicht auch hat. Sollte sich da vielleicht einfach mal aus dem Newsletter abmelden. Aus welchem Newsletter denn? Ja, da gab's, für Friesi hätte das vielleicht da einfach mal aus dem Newsletter abmelden sollte. Aber da gab es damals 5%, wenn man den abonniert. Ah, 5% wen so für die Pulver. Also ich habe gerade eine Nachricht auf YouTube bekommen, meine Freundin entharrt sich jeden Morgen ihre Bürste. Verstehe ich nicht. Ja, auf was bezogen? Ach so, und dahinter steht diesmal schnell. Alles klar. Hat sich einer lustig gemacht, dass ich diesen Deko-Stamm habe versucht, die ganze Zeit aufzuladen. Mhm. Der hier im Wald liegt. Ja, Mensch. Lässt du mich mal im Pelletwerk reinswitchen, Randy? Jojo, sobald ich da bin. Und an der HPE würde ich auch mal ganz kurz. Da durfte ja Friesi mittlerweile sein. Ja. Kurz einen Überblick verschaffen, was man hier noch alles. Oder bestellt gerade das Newsletter ab, eins von beiden. Nee, der Punkt bewegt sich. Also. Aber nee, melde ich mich nicht ab, vielleicht gibt es ja nochmal 5%. Ja, vielleicht gibt es ja nochmal schöne Rabatte, ne? 5%, Junge. Hast du dir aber das beste Exemplar gekauft, ja? Ja, sicher. Bei 9,99 lohnt sich das nicht. Nee, das braucht eine größere Bestellung. Mutter ist Freezy, hier ist was von Druckerzubehör.de. Ja, hab ich extra so aufkleben lassen, dass es diskret wirkt. So, jetzt lass mal rein hier, Freezy. Ja. Kannst rein. So, pass auf. Genau, da hinten muss das rein. Jetzt schauen wir mal, wie sieht's hier aus. Bei 1 oder 2 reinkippen. Naja, das will ich gerade gucken. Wir haben bei beiden 0, also aufteilen bitte. Hälfte, Hälfte.
Ja, Hälfte, Hälfte. Hälfte, Hälfte. Schon noch Paletten. La 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 la. Achso, wir müssen auch wieder Bretterpaletten hochschaffen, genau. Müssen wir mal gucken, wie es da im Sägewerk aussieht. Lass mich mal kurz bei dir noch rein, Randy. Achso, ja. So. Schmiermittel muss hier auch wieder hoch. Holzpellets. Paletten. Schmiermittel sind jetzt hier noch 3,2. Ne, 3,8. Ja. Naja, das reicht erstmal noch. Oh, guck mal. Wahnsinn. Wo bist du denn? Hier, also du siehst mich nicht, aber ich war, bin bei dir. Gut, oder? Ja, ja. Jetzt läuft das hier. So. Gut, können wir auf 1 laufen lassen, würde ich sagen. Achso, ich hab's gerade 5 hoch. Ja. In diesem Sinne würde ich aber auch sagen, machen wir erstmal Feierabend. Wir machen erstmal fertig für heute, genau. Das sehen wir uns dann morgen wieder. Dann mit mehr Infos zu dem Inhalt, was Freezy in seinem Paket drin hatte. Und wir sehen uns dann dementsprechend morgen wieder im Stallhaus bei einer Frösche. Bis dann. Tschüss.